Ja, hallo, ich bin's wieder, Thomas von TomTeTom Games und ihr seid mit dabei in der 12. Folge zu Sid Meier's Colonization, einem Strategieklassiker aus den 1990er Jahren. Ja, wir haben ja schon eine ganze Ecke jetzt gespielt, zum Teil auch möglicherweise etwas chaotisch und befinden uns jetzt im Frühjahr 1622. Ich spiele hier die Franzosen und habe ja derzeit ein groß angelegtes Straßenbauprogramm laufen, um nämlich auch inländisch reisen zu können. Denn aus irgendeinem Grund ist dieser komische Kontinent ziemlich groß und deshalb braucht man lange, ihn zu umrunden mit dem Schiff. Die Schiffe sind nämlich hier auch schlecht motorisiert, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Ja, und weil das also so ist, wird hier Straßenbau im großen Stil betrieben. So, hier gibt es erstmal Werkzeug. Und das laden wir mal aus. Und jetzt muss ich mal schauen, ob es irgendwas gibt, was ich nach La Rochelle transportieren könnte. Gewinnbringend. Hier wird im Moment, ja, es wird wie immer Stoff und Mäntel. Die bringen natürlich nicht mehr ganz so viel ein. Im Moment ist ja eigentlich hier unsere Goldgrube das Silber. Das ist nicht so super, weil auch da der Preis natürlich durch den starken Handel, den ich da betrieben habe, ziemlich in den Keller gegangen ist, aber im Moment ist es das Beste, was ich hier habe. Ich mache vielleicht auch die ein oder andere Sache, aber... Oh, der baut da die Straße schon, jetzt muss ich mal gucken. Ja, nicht alles... Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? S ist doch falsch, das heißt doch nicht Straße hier, das heißt doch wahrscheinlich R für Road. Was mache ich denn jetzt mit S? Ach, Wache, das ist doch bescheuert. Ja, ihr müsst mich auch von sowas abhalten. Ja, jedenfalls, manches möchte ich ja auch einfach hier behalten. Das ist ja auch klar. So, was möchten wir hier mal transportieren? Die Mäntel können wir eigentlich direkt hochtransportieren. Nach Neu-Paris. Essen gibt es hier auch ziemlich viel. Naja, gut. Aber das hilft uns nicht weiter. Also einmal nach Neu-Paris damit. Und jetzt muss ich ehrlich gesagt mal gucken, ob ich nicht da... Ah ja, R wäre nämlich die Straße natürlich, logischerweise. So, Road. Und jetzt möchte ich... Ah! Nein! Nein! Oh, das macht einen echt kirre, ne? So. Der soll nach... Da. Jetzt hüpft er gleich wieder zur nächsten Einheit. Ja, ich habe es inzwischen mehrfach gesagt. Hier ist jetzt inzwischen ziemlich viel... Micromanagement angesagt. Und ja, in diesen Phasen, wo hier irgendwas berechnet wird, hier unten rechts in der Ecke sieht man dann immer, was gerade eigentlich passiert. Ja, wer da was macht, erkennt man an der Farbe dieses kleinen Rechtecks. In den Zeiten kann man mal wieder überhaupt nichts machen. Und ihr seht jetzt hier das, was ich eben angesprochen habe. Der Preis für Silber in La Rochelle ist auf 9 Goldstücke gesunken. Das ist natürlich eine Katastrophe, ehrlich gesagt, für meine Einnahmen. Deshalb ist es eigentlich sehr wichtig, dass man alle nötigen... Och, der hängt da ja auch schon Ewigkeiten jetzt so, ne? Das ist auch mal ein schwerer Bug, würde ich mal sagen, ja? Der kommt da ja nicht mehr weg. Ah, die Galeone in Mineral City, dann kann ich da oben ja Sachen abtransportieren. Oh, der springt hier auf der Karte, euch macht das vielleicht auch vielleicht irgendwie fertig. Der springt dann hier wild auf der Karte rum. Ich muss jetzt erstmal damit anfangen, dass ich statt den zu steuern, hier oben den steuere. Ja? Hier, du sollst eine Straße bauen, Alter. So, und du gehst einen weiter und baust dann auch eine Straße. So, hier. Macht er natürlich erst im nächsten Zug, ist ja klar. Fürchterlich. So, hier habe ich einen Soldaten. Das ist doch schon mal gut. Und der soll das jetzt mal da bewachen, denke ich. Ne? Also der kann da ruhig stehen bleiben.
Befehl, kein Befehl, Wache befestigen. Haha, klick, klick. So. Ja, was darf ich jetzt steuern? Also, es fühlt sich halt auch einfach nicht flott an jetzt gerade, ne? Ja, keine Ahnung, was ich jetzt berechne da. Also sah man jetzt nur unten. Ach, es ist schrecklich. Ich will auch nicht so sehr darüber meckern. Also ich meine, es ist schon trotzdem, es ist ein super Spiel. Das möchte ich nicht in Frage stellen. Aber es hat eben Schwächen. Ja, wie ja viele Sachen Schwächen haben. Wir haben ja in den Let's Play-Reihen auch schon einige Spiele gesehen, die super sind. Wie zum Beispiel aus meiner Sicht jedenfalls Rüsselsheim oder Bundesliga-Manager. Ja, dennoch haben die natürlich Schwächen. Ich meine, wenn es die perfekten Spiele wären, wäre es auch langweilig. Hätte man danach ja auch kein neues mehr machen müssen. Ne? Muss man auch dazu sagen. So, ja, das ist doch sehr erfreulich hier. Wir haben da auf 30%, aber das müssen wir uns nicht angucken. Kornkammer läuft schon so. Ja, hier könnte ich einfach nur mal gucken. Uns geht das Holz aus, genau. Wer ist denn jetzt hier wer? Wer bist du denn? Was bist du von Beruf? Als normaler Beruf ein Schreiner. Das interessiert uns nicht. Und du bist doch der Holzfäller hier wahrscheinlich. Ne, mit deiner Zipfelmütze. Ja, wunderbar. So. Von der Nahrung her scheint es hier genau zu passen. Der macht jetzt wieder 14 Holz und der andere kann in der Zeit dann. Oh. Ja, vielleicht macht er in der Zeit, statt in der Zimmerei zu arbeiten, mal ein paar Pelzmäntel. Zack. Dann nutzen wir die auch mal weiter hier. Denn wir kriegen die ja nicht in unser Pelzzentrum geliefert. Das ist jetzt das Problem, ne? Ich kriege die nicht nach Paris rüber, wenn die Straße nicht fertig ist. Oh, das geht mir hier so auf den Sender mit diesem blöden Speer, ey. Ach, der war in. Ah, ja. Okay. So, hier ist die Galeone in Mineral City und in Mineral City gibt es halt Mineral, also Erz eigentlich, ja. Aber. Also Ore wäre das, wenn meine Englischkünste mich nicht täuschen. Aber gut. So, ja, und Mäntel können wir auch direkt mitnehmen. Und der Rest kann hier bleiben. Alles klar. So. Also ich habe natürlich schon wieder vergessen, was ja eigentlich der Carsten mir empfohlen hat. Ja, Carsten empfiehlt mir ja immer Sachen, die ich machen soll. Und ich halte mich dann konsequenterweise nicht wirklich dran. Aber das wird schon irgendwann. Es wird ja auch in Frage gestellt, dass man das hier so friedlich, wie ich spiele, schaffen kann. Und ja, das glaube ich auch, dass man so nicht erfolgreich sein wird. Aber gut. Ne? So, hier unten soll der bitte hin, um die nächste Straße zu bauen. Ah, und dem sind die Werkzeuge ausgegangen. Arme Sau. So, der hat noch Werkzeuge und baut hier Straße bitte. Jetzt muss nämlich hier dieser arme Siedler wieder zurück nach Paris, um neues Werkzeug zu holen. Das machen wir gleich, damit er schön weiter Straßen bauen kann. So, was will der hier? Ich weiß es nicht. Was ist denn da jetzt? Hat er mich angegriffen oder was sollte jetzt eben die Melodie? Naja. Tja. Also, wie gesagt, für mich fühlt sich das genauso an, so lang. So, was ist denn mit denen jetzt? Will ich die hier verkaufen, die Macheten? Nein. Das Schiff kann doch schon lange abreisen hier, oder? Das kann doch ablegen. Müssen wir irgendwas kaufen? Eigentlich auch nicht. Hier sind Siedler, das ist doch gut. Ich habe keine Ahnung, wohin das so genau fährt. Ja, setzt mal die Segel bitte. Ah ja, hier sind Stoff. Oh, Stoff ist im Moment gut. Ja, jetzt ist es nicht mehr gut. Das war's mit dem Stoff. Mäntel sind inzwischen total beschissen. So, und hier habe ich Felle. Nach vorn bewegen, Segel setzen. Alle Waren entladen. Na, super. So.
Jetzt können wir mal gucken, wen wir rekrutieren können. Große Staatsmänner. Den nehmen wir aber auf jeden Fall. Haha. Super. Und freie Siedler. Naja, gut, wenn es sein muss. So, das Schiff also auch wieder losschicken. Jawohl, setzt die Segel. So, was habe ich denn an Gold? Ich habe jetzt 1363. Was kostet uns denn hier so eine Artillerie? 1100. Ja, kaufe ich einmal. Ja, will ich gerne. Bitte sehr. Dankeschön. Und dann, ja, rekrutieren kann ich jetzt nicht mehr. Da habe ich nicht genug Geld für. Kostet nämlich 480 Goldstücke. Also nehmen wir unsere Artillerie und fahren Richtung Neufrankreich mit der Artillerie. Bis dann. Ja, da war meine halbe Flotte hier unterwegs, ne? Alle gleichzeitig in La Rochelle. Und da ist der bekloppte Reiter. Ja. Pistol Pete hier, oder was? Ja gut, wir haben jetzt den Herbst 1623. Im Moment haben wir 9% Steuern. Also alles, was ich verkaufe, da muss ich auch noch 9% Steuern zahlen. Und am schlimmsten ist eigentlich, wenn man nochmal Schätze finden sollte. Aber das, ich suche ja auch gar nicht mehr im Moment. Wahrscheinlich ist das auch schlecht, dass ich das nicht tue. Tja. So, Pferde. Ich sollte ja Ställe bauen, ne? Das war... Was habe ich denn hier eigentlich? Was baue ich hier? In Neu-Paris. Ach, ich baue die Festung. Braucht 200 Werkzeuge. Okay. Mache ich Werkzeuge hier? Jo, mache ich. Das ist gut. Okay, ich mache Mäntel, 12 Stück und 24, okay. Einmal immer mal hier so checken, was so geht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Der könnte jetzt mal Richtung Kornkammer fahren. Keine Ahnung, was es da gibt. Ja. Auf dem Weg, seht ihr ja, ne, da schafft er halt eben viel und, ja, so eben nicht. So, der soll zurück nach Neu-Paris. Das war der Pionier, dem das Werkzeug ausgegangen ist. Und jetzt gleich noch einen Zug, dann haben wir hier den Pionier so weit, dass er hier die neue Straße auch anfangen kann. Na, da muss ich eh wieder gucken, denn ich muss ja irgendwie... Es kann sein, dass ich gar nicht da bauen darf, weil mich die Indianer nicht lassen. Die möchten natürlich nicht so gerne, dass ich irgendwie da meine Autobahn bei denen vorbeibaue. Verständlicherweise vermutlich. Ja, ihr habt euch vielleicht gewundert, also Colonization läuft bei mir jetzt im Moment gerade eher so ein bisschen nebenher, weil, ja... ihr merkt es ja schon, in den letzten Folgen habe ich es immer wieder gesagt, verlässt mich so ein bisschen die Motivation, ja, weil ich das irgendwie... arte das hier so in Arbeit aus, ja, und das finde ich immer ein bisschen ärgerlich bei Spielen. Andererseits, ich habe noch was anderes vor, einen anderen Klassiker zum Beispiel, nämlich Master of Orion, und das ist aber eigentlich so ähnlich, ne, wenn man es lang genug spielt, also die Partie lang genug dauert, dann sieht das ja auch so aus, ja, dann organisiert man sich hinterher im Prinzip zu Tode, ne. Ja, was macht der jetzt hier? Jetzt habe ich den irgendwo hergenommen. Ich raste aus. Das, ich raffe, das wird... Oh. Das ist so beschissen. Ehrlich. Tabakhändler. Habe ich denn überhaupt Tabak? Tabak. Ach, mach mal Tabak. Wo ist denn Tabak? 6 Stück habe ich. Kann ich einen Zug lang Tabak machen? Also Zigarren. Und hinterher lasse ich den einfach Pferde züchten oder so ein Kram. So, hier bauen wir einen vor. Also, ihr seht, insgesamt ist schon so, dass ich versuche mal meine, meine Städte ein bisschen zu abzugraden, hier abzusichern. Ja, denn ich meine, ihr seht es ja auch, die stehen mir vor der Tür mit ihren Pferdchen. Und das will ich nicht. So, was haben wir hier jetzt? Hier läuft doch eigentlich alles ganz gut. Ja, machen wir erstmal so weiter. So. Ja, da ist wieder Pistol Pete auf seinem Pferdchen. Das Schlimme ist ja mit seinem Pferd auf dem Weg. Da hat er so viele Züge, dass er echt tausendmal... Was ist denn G? Habe ich denn irgendwie aus Versehen auf eine,
auf eine Patrouille geschickt oder so, ne? Hab mich irgendwie verklickt. Ne, G ist doch eigentlich Go-To. Also der hat eigentlich ein klares Ziel, wo der hin soll. Aber jetzt, so, jetzt haben wir den abgeklickt. Hehe. So, ja, hier ist der Pionier. Der hat auch nur noch 20 Werkzeuge. Ich habe auch gar keine Ahnung, wo der weiterbauen kann hier unten. Ich versuche den mal nach da zu schicken. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktioniert. Also wie über die Flüsse gebaut werden kann, ist mir zum Beispiel manchmal nicht ganz klar. So, du sollst da bitte eine Straße bauen. Du baust eine Straße, du gehst irgendwo hin und baust da jetzt eine Straße gleich. Sehr gut. Also, wie gesagt, Straßenbau ist hier mein Metier. Ich sollte mir vielleicht auch noch einen entsprechenden Simulator noch ranziehen, um auch das mal vielleicht als Let's Play zu machen. Gibt da ja auch verschiedene Sachen. Wobei ich sagen muss, ich bin nicht mit allem ganz glücklich. Ich glaube, den Construction Simulator, den habe ich. Und ehrlich gesagt, steuert der sich relativ bescheiden. Also wenn man da die Erwartung hat, dass das so klappt wie der Farming Simulator, dann ist man auf der falschen Seite unterwegs quasi, ne? Da täuscht man sich. Wenn ihr da Empfehlungen habt, bitte immer her damit. Also ich freue mich ja über alles, was man schön als Simulator spielen kann. Spiel da alles Mögliche gerne mal an. So, wir sind in Mineral City. Da ist wieder mal irgendwas los, von dem ich keine Ahnung habe, was. Holz, Fälle haben wir auch noch. Was ist denn hier los? Ach so, ja, ist Nahrung übrig. Ah, okay, Nahrung. Ja, der müsste ja eigentlich jetzt hier nicht... Was macht der denn? Der macht Holz. Ist Holz auch voll? Nee, ist auch nicht voll. Keine Ahnung, was das soll. Ich lasse ihn mal hier weitermachen. So, hier, eine neue Ladung Mäntel. Ja, das ist doch gut, aber das können wir weitermachen. Da haben wir ja das ganz große Lagerhaus und gleich kommt auch sicher wieder ein Schiff und holt das alles ab. So, wir fahren mal nach Silverado, denke ich, hiermit. Und mit dem anderen Schiff dann einfach nach... Hier, du kannst jetzt mal... Jetzt geh mal irgendwo hin. Geh mal nach Kornkammer. Vielleicht kannst du da was Sinnvolles machen. Ja, jetzt hängt der zumindest nicht mehr fest. Da war ja schrecklich. So, der soll mal nach Neu-Paris. Erstmal immer alles nach Neu-Paris. Und der soll mal nach Las Vegas. Ja, da sind jetzt Waffen und jemand, der die Waffen benutzen kann, drauf. Dann haben wir da auch ein bisschen was an Bewaffnung. Ah, ich sehe, jetzt habe jetzt gerade schon gesehen, da der hier dieser erfahrene Pionier, der müsste wahrscheinlich eigentlich auf dem Feld, wo er jetzt gerade steht, was tun. Wenn ich Glück habe, kriege ich das ja gleich vielleicht noch gewuppt. Also, du baust hier eine Straße. Dein Nachbar baut bitte auch eine Straße. Hallo Nachbar, baust du auch eine Straße? Der läuft da auch. Der lässt da irgend so einen entlaufenen Sklaven, den lässt er jetzt da irgendwie über die Karte laufen. Und ich muss mir das angucken. Das ist doch schrecklich. So. Der Stamm der Cherokee muss schwere Zeiten durchstehen und hat dieses Jahr nicht genug Lebensmittel. Werden unsere Brüder in Neu-Dijon den Überfluss ihrer Ernte in unseren Notzeiten mit uns teilen? Na klar. Ach. 100 habe ich da rumliegen, ne? 10 Fälle bekommen wir. Das ist doch nett. Dankeschön. Ja, also gerade da an der Ostküste haben wir ja wirklich genügend Nahrungsmittel in den Städten. So, hier ist jetzt der Tabak ausgegangen. Das war ja schon klar, denn ich hatte ja nur 6 Tabak. Und jetzt kann der irgendwas anderes machen. Jetzt gucken wir mal, was kann der denn machen? Wahrscheinlich am besten Werkzeug. Werkzeug kann ich echt gut gebrauchen, ne? Werkzeug, Waffenkamm oder Waffen. Waffen sind auch nicht schlecht, ne? Was muss man denn nochmal für Waffen? Ich vergesse das auch immer, das ist das Schlimmste. Erz und Werkzeug, oder was? Yeah. Was hab ich das da? Ich habe Erz, ja. Wo kommt das eigentlich her? Habe ich das Geschenk gekriegt oder hierhin geschafft?
Kann ich auch nur 24 machen. Das ist auch blöd irgendwie. Und warum macht der Holz auf dem Feld, wo nicht Wald ist? Ach, ehrlich. Na gut. Also, der macht da oben die 12 Hämmer. Und jetzt kann mein... Ach. Ich kann es nur immer wieder sagen, wie sehr ich es hasse. Warum ist dann der Klick da drauf? Also, oh. Ich wollte den hier anklicken jetzt. Oh, jetzt gleich setzt er wieder irgendwo hin, wo er nicht hingehört. Mach doch mal Musketen. Musketen. Habe ich jetzt 2 Hämmer zu wenig und ein bisschen Holz zu wenig pro Zug. Okay. Das heißt, wir machen dann keine oder was? Und Felle zu wenig haben wir auch. Und überhaupt haben wir von allem zu wenig. Ich dachte, wir könnten noch mal ein bisschen neues Personal da unten gebrauchen. Okay, also ich muss mir merken, Neu-Dijon braucht ein bisschen Nachschub an Personal. Sollte ich gleich mal gucken. So, das Schiff ist unterwegs. Und hier haben wir es auch wirklich nicht mehr weit. Dann haben wir hier an der Westküste, haben wir alles verbunden. Das ist natürlich auch richtig gut. Freue ich mich auch drüber, wenn es soweit ist. Ja, hier, das ist auch, Kornkammer ist auch, so ein Gebiet für sich hier, ne? Naja. Ja, ich transportiere einfach mal die Baumwolle weg und die paar Felle, die wir haben, transportiere ich auch weg nach Neu-Paris. Dann kann man da drüben die Produktion ein bisschen anwerfen weiter. Beziehungsweise weiter unterstützen. So, hier kommt die Galeone aus Mineral City mit unserem Erz. Auch das gut, damit wir da mehr Werkzeug und auch mehr hinterher mehr Musketen zum Beispiel herstellen können. So, ja, du sollst bitte auch einmal Straße bauen. Ah, hier. Zum Glück sind sie sozusagen bestechlich. Meine indianischen Freunde hier. Ich habe jetzt 159 Gold dafür bezahlt, dass ich doch am Dorf entlang bauen darf. Ehrlich gesagt wird das aber jetzt wahrscheinlich mit den anderen Feldern auch so laufen. Und da muss ich mal gucken, ob ich mir das dann immer noch leisten kann, das zu tun. Sehen wir gleich mal. Hier, jetzt müssen wir nochmal eben sehen. Also hier werden, Werkzeug wird auf jeden Fall hergestellt, okay. Musketen habe ich auch genug erstmal. Jo, ich habe jetzt nichts zum Einladen. Ich hatte irgendwie gesagt, ich wollte irgendwas nach... Kann ich die denn jetzt nicht mit dem Schiff wieder transportieren? Hier, geh doch mal aufs Schiff. Kannst du nicht aufs Schiff irgendwie wieder? Ich mache einfach einen Dragoner draus. Haha. Und aus dem anderen auch. Und dann transportiere ich damit Waffen und Pferde nach Neu-Dijon. Das ist doch eine gute Idee. Das Schiff bleibt jetzt erstmal hier liegen. Das andere Schiff kann auch so liegen bleiben, okay. Beziehungsweise, nee, das andere Schiff schicke ich jetzt mal eben nach Neu-Lyon oben. Da war ich nämlich auch lang nicht mehr. So, na, aber jetzt muss der erstmal... Der hat auch nur noch 20 Werkzeuge. Auch das eine Katastrophe. So, ja, du sollst bitte befestigen. Und da wüsste ich gerne, was du mal Schönes machen kannst, Silverado. Du alter Staatsmann. Ja, was könntest du Sinnvolles tun? Der macht Felle, ne? Silber, Holz. Ja, dann könntest du doch eigentlich mal schreinern, ne? Nein, du kannst das nicht, aber mach das ruhig mal. Der würde 9 Freiheitsglocken produzieren, was natürlich bombastisch wäre. Aber das hilft uns nicht. Jetzt haben wir ein anderes Problem. Ihr seht vielleicht, das macht alles nicht genug Essen. So, hier machen wir 3. Und was ist denn, wenn du fischen würdest? 0. Ach, weil ich kein... Ja gut, da ja sowieso nicht. Da? Ah, ja. So einfach geht's. Fischen kann man hier sehr gut, offensichtlich. Und damit ist das auch aus der Welt geschaffen. Gut. Haben wir irgendwas, was wir schon aufs Schiff laden können? Wie viel Silber haben wir? Wir haben 96 Tonnen Silber. Sehr schön. Die laden wir ein. Und die 19 Mäntel lade ich auch mal ein. Und dann fahren wir mit dem Schiff auch mal einmal runter nach Las Vegas. Dann kann das da den Rest vom Silber abholen. Ich habe gar keine Ahnung, wie viel Artillerie da jetzt schon liegt, aber ich befestige Neu-Paris mal weiter.
Es ist ja meine Hauptstadt und dann sollte man natürlich auch sehen, dass die gut befestigt ist. Ja, der läuft weiterhin da immer ein Feld mit seinem komischen Typen da rum. Furchtbar. Wir schreiben jetzt das Jahr 1625, also 3 Jahre haben wir erst geschafft, in den letzten 25 Minuten. Und auch daran seht ihr natürlich, also während wir in der Anfangszeit ja wirklich die Jahre quasi sind so dahin, die jagten so dahin, hier ist jetzt halt das alles ein bisschen langsamer, ne? So, es sind die Werkzeuge ausgegangen. Das müssen wir uns mal gerade anschauen. Wofür brauchen wir die Werkzeuge? Ach ja. Ja gut, aber das wusste ich ja, dass das passieren würde. Ist natürlich blöd. Wir könnten natürlich mehr Werkzeuge machen, aber wir machen sowieso schon zu wenig Holz. Dann müsste vielleicht dieser professionelle Tabakhändler einfach mal Holz hacken gehen. Zack. So, ja, dann haben wir nämlich 6 Holzüberschuss. Dann können wir jetzt später dann umschwenken auf einen Werkzeugüberschuss. Nein, einen Hämmer. Einen Hämmerüberschuss und dann so. So, eine neue Ladung Felle liegt bereit. Da muss ich mal eben gucken, wie viel das jetzt hier sind. 100, das reicht aber. Das ist entspannt noch. Werkzeuge, das ist auch gut, denn ich brauche jetzt gleich die Werkzeuge, ja. Damit hier der arme Geselle, der da. Ach, den habe ich jetzt mit diesen als Dragoner gemacht, ne? Habe ich nicht aufgepasst. Ja, da muss ich nochmal rüber jetzt eigentlich. Und der eine von den beiden Dragonern, der war doch eigentlich mein Siedler, der wieder Pionier sein sollte. Ne? Um weiter Straße zu bauen. Das war also nur so halb schlau. Also vielleicht sogar gar nicht schlau. So, fahr doch mal bitte nach Neu-Lyon hoch. Mit dem Schiffchen. Genau, der fährt nach Las Vegas. Ah ne, das ist noch das erste Schiff, was von La Rochelle rüberkommt. Das ist noch nicht in Las Vegas angekommen. Das hatte ja Waffen geladen. Das Schiff lassen wir, wie gesagt, hier liegen. Und den machen wir stattdessen hier wieder zum Pionier. Das hatte ich eben falsch gemacht. Einmal bitte Pionier. So. Gut. Und ja, das bleibt da liegen, das Schiff. Der soll hier Straße bauen. So. Der Wagen ist gleich in Kornkammer. Der baut hier bitte auch eine Straße. Straße, 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 Straße. Ah, da ist der Dragoner. Den schicken wir jetzt nach Neu-Dijon runter. Dann kann er direkt die Pferde und die Waffen liefert er ihr dann damit da auch ab. Zack, ist in einem Zug da. Das ist natürlich auch spitze. Und jetzt können wir den hier für irgendwas anderes einsetzen. Ich habe keine Ahnung wofür. Nahrung wird auch knapp dann. So, was haben wir denn? Wir haben 12 Hämmer. Was bauen wir hier? Wir bauen ein Fort. Da brauchen wir Werkzeug für. Dann könnte der ja vielleicht Werkzeug herstellen. Werkzeug. Zack. Ja, sehr gut. Ja, was ist hier mit den Pferden los? Weiß ich nicht genau. Gut, ich habe keinen Stall dort. Das ist vielleicht auch ein Problem. So, ja, spielzeitmäßig haben wir auch bald hier unsere halbe Stunde wieder um. 28 Minuten zeigt hier meine Uhr an. Ich denke, wir machen noch einen Zug und dann würde ich sagen, ja, dann war es das mit der 12. Folge. Der Straßenbau ist noch nicht fertig. Aber es geht voran. Ich bin eigentlich sonst ganz zufrieden hier mit dem Straßenbau. Wir haben doch schon einiges geschafft. Und hier sieht man jetzt ja auch schon, auch bis Kornkammer ist es nicht mehr so weit. Wir haben halt hier jetzt noch, da war ja noch ein Hindernis, ne? Wir müssen noch an dem, oh Gott, Mäntel auf 3 gefallen. Waffendepot. Alles klar. Neu-Lyon macht eigentlich nur noch Essen, oder was? Wird hier noch was anderes hergestellt als Essen? Ist ja auch totaler Blödsinn, ne? Du hättest was anderes lernen sollen hier, lieber Mann. Was habe ich denn? Habe ich irgendwo von Überschuss? Holz könntest du machen. Holz wäre ganz sinnvoll. Mach mal Holz. Ist ja eh Mischwald. Dann kannst du nochmal 10 Holz machen.
Das ist besser so. Okay. So. Naja, der ist auch in Kornkammer angekommen und ehrlich gesagt, in Kornkammer können wir jetzt erstmal jeden für irgendwas anderes gebrauchen hier. Können wir mal was. Was ist das denn hier eigentlich? Was kann man in Kornkammer gut machen? Der schlägt ja Holz, der könnte also hier jetzt einfach Hämmer machen. So, und dann würden wir nämlich auch hier vorankommen und könnten eine Weberei machen, genau. Gut, denn wir haben ja. Wir haben da ja Baumwolle direkt am Start. So, jetzt ist das eine Schiff zumindest endlich in Las Vegas angekommen. Die Galeone lassen wir noch eine, ein, zwei Züge da. So, ja, dem ist jetzt auch hier das Werkzeug ausgegangen. Jetzt der andere Wagenzug auch da. So. Okay, und jetzt müssen wir hier gucken, ob wir da eine Straße bauen können. Also so eine Art Furt. So, hier ist jetzt der. Wir haben hier einen Überschuss an Nahrung. Das ist gut. Können wir hier noch irgendwo was abbauen? Können wir nicht. Nutzholz könnten wir machen. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Wir könnten einfach weben. So, weben. Nahrungsüberschuss ist dann immer noch eins. Das ist auch gut. Und die Waffen lassen wir auch mal hier. Zack, damit wir auch hier mal jemanden bewaffnen können. Sehr gut. Hier ist so ein bisschen, das ist so, so eine Amateurliga, ne? Hier sind, ist ein Holzfäller und drei, die nichts können, so richtig. Ja? Also, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn ich für diesen wundervollen Ort nochmal was finden könnte. So, jetzt habe ich hier irgendwie mich verklickt. Hier war doch jetzt. Oh. Ich wollte doch den steuern hier. Wo ist er denn? Den da. Den möchte ich gerne steuern nach dort. Warum, ich frage mich, warum geht er daher? Der hätte doch jetzt über den Weg gehen können. Hätte der mehr. Jetzt muss er fünf Felder oder was durchs Dickicht ohne Weg laufen. Sid! Sid, was hast du da programmiert? Was soll das? So ein Scheiß. Na gut. Ja. Wenn wir jetzt wieder dran sind, Frühjahr 26, beende ich diese Folge. Wie gesagt, wir haben ja doch ein bisschen was, wir haben ja doch ein bisschen was geschafft. Ich bedanke mich auch, dass ihr mit dabei wart und ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart. Hoffe, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder zuschaltet. Hier zur 13. Folge dann von Colonization oder euch halt auch mal einige der anderen Sachen anschaut, die ich auf meinem Kanal hier so am Start habe, ja. Ansonsten bleibt gesund. Das muss man, glaube ich, im Moment, ja, kann man nicht oft genug sagen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Ciao, euer Thomas von TomTomTomGames.